Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu The Works of Mercy. Das wollte ich schon lange spielen. Das wollte ich schon spielen, seit das erschienen ist. Und ja, was soll ich sagen? Irgendwie ist es nie dazu gekommen, aber jetzt wo ich einen, ich sag jetzt mal, leistungsfähigeren Laptop habe, auf dem durchaus auch mal Spiel- und Aufnahmeprogramm gleichzeitig laufen können, ohne dass eins davon abspackt. Ja, wobei ich dazu sagen muss, ich wollte das Spiel jetzt eben hier schon aufnehmen, mal eben, habe gedacht, ich setze mich schnell eine Stunde hin, nehme das auf. Es scheint tatsächlich nur sehr kurz zu sein, eine Stunde, wenn man schnell ist, sogar noch ein bisschen kürzer. Das wollen wir jetzt allerdings gar nicht, denn ich möchte das ein bisschen genießen. Und ich wollte jetzt eigentlich im Prinzip nur schnell Spiel runterladen, wieder Spiel starten, aufnehmen und so weiter und so fort. Nicht so einfach, denn leider, obwohl mein Laptop das ohne Probleme auf Ultra-Einstellungen hier alles zeigt und so weiter und so fort, fangen wir bei den Ultra-Einstellungen leider die Aufnahmen an zu ruckeln, und zwar nicht ohne. Deswegen, ja, spielbar auf Ultra-Einstellungen ja, aufnehmbar auf Ultra-Einstellungen nein. Deswegen habe ich jetzt ein paar Einstellungen hier auf nur auf High bzw. auf Medium runtergesetzt. Das nur am Rande. Jetzt möchten wir uns diesem kleinen, feinen Spiel mal widmen. The Works of Mercy, wie gesagt. Mercy, Gnade. Nun, was das hier mit Gnade zu tun hat, das werden wir noch feststellen. Ich habe mich klitzewinziges bisschen leider gespoilert mit ein paar Bildern. Ich weiß jetzt nicht genau, worum es hier geht, aber ich kann durchaus sagen, ich habe Sachen gesehen, die passieren werden oder können, ich weiß es nicht genau, die ich, beziehungsweise die der nicht so hartgesottene Zuschauer eventuell nicht verträgt. Ja, was machen wir jetzt? Eigentlich möchte ich ja ganz gern mal mich hier umgucken, ne? Beziehungsweise das habe ich schon zu Genüge getan, sogar auf dem alten Rechner noch. Das Spiel, also das Spiel an sich lief auf meinem alten Laptop sogar auch noch. Auf Medium, also komplett Medium-Einstellungen lief das eigentlich auch flüssig, ja? Dann haben wir allerdings ein paar Sachen nicht, die wir jetzt hier haben. Wir haben, habe ich die überhaupt? Doch, die Reflexion da im Fußboden, seht euch das mal an, das ist so geil, ne? Auf Medium-Einstellungen sind die schon wieder nicht mehr da. Also wenn man zumindest mal, ich glaube, die Effekte, die Bildeffekte auf Medium einstellt. Auf High hat man hier wenigstens, hat man hier noch diese, ja, da sieht man, dass frisch geölt ist der Fußball, frisch geölt, ja, wahrscheinlich rutsche ich sogar nachher noch aus. Und ansonsten, wenn man das auf Medium einstellt, dann hat man diesen Glanzeffekt nicht mehr und den fand ich so geil, den finde ich immer noch so geil. Ja, das Spiel ist generell optisch, ja, auch wenn es nur extrem kurz sein soll, mit einer Stunde, das ist optisch Creme de la Creme, möchte ich mal fast sagen, ne? Auch heute noch, obwohl es schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat. So, ja, lange Rede, kurzer Sinn, wir sind in der Küche, wir sind in einer, ich glaube, ich kann es euch mal ganz kurz zeigen, um euch mal wieder abzulenken, wir sind in einer schätzungsweise Großstadtwohnung, ja, draußen sehen wir ein paar Wolkenkratzer, hier sehen wir Bilder vielleicht oder auch nicht von Kindern gemalt, zumindest mal, so haben Kinder drin rumgekritzelt, ja, was kann man hier eigentlich alles aufmachen, kann man hier eigentlich alles aufmachen, nee, alles nicht, ne? Also man kann so ziemlich alles aufmachen, aber eben nur so ziemlich. Sämtliche Schubladen sind allerdings leer. Das weiß nicht. Vielleicht wird hier gerade ausgezogen oder gerade erst eingezogen. Ich weiß es nicht genau. Es sind ja auch noch ein paar Schachteln. Da sage ich jetzt mal, hier stehen auch noch Schachteln. Also es scheint in irgendeiner Form schätzungsweise ein Umzug zu sein. Sei es Aus- oder sei es Einzug, es sei jetzt mal dahingestellt. Bei den Bildern hier an der Wand würde ich allerdings lieber ausziehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da oben sind Kameras, ja, die sind da, glaube ich, auch nicht ohne Grund. Wir werden, glaube ich, gleich erfahren, warum die da sind. Denn, ja, da ruft ja jemand an. Wir wollen mal schauen, was diese Person von uns will. Kann ich rangehen? Muss ich da auf den blauen Knopf drücken? His name wasn't real, but his words were sincere. This is how I want the first chapter to begin with. Do you like it? Wer sind Sie und was wollen Sie von mir? Was? Wer sind Sie? Woher kennen Sie meine Nummer? Das erste Kapitel von was? Ist das ein blöder Witz? Das ist nicht komisch. Verpiss dich. Ja, jetzt brauchen wir hier auch noch die Steuertasten dazu. Ist ja in Ordnung. Erste Kapitel von was? Ist das ein blöder Witz? Verpiss dich. Wir wollen vielleicht nicht gleich pissig sein. Ich habe ja, wie gesagt, leider mich schon ein bisschen gespoilert. Das Spiel ist ja auch schon lang genug auf dem Markt, dass man genug Zeit hatte, sich zu spoilern. Woher kennen Sie meine Nummer? Was? Wer sind Sie? Woher kennen Sie meine Nummer? Das erste Kapitel von was? Ich frage jetzt einfach mal so. Your modesty is charming, but it's false.
Whatever. Let's push the story forward. Someone wants to say hello to you. Hallo. Okay. If you wish, I can send you her finger. Okay, du Hurensohn. Ha, wir wollen vielleicht mal, ne? Der scheint der Agro zu sein. Vielleicht sind wir auch erstmal nicht ganz so fies. Would you be so kind and stop asking me questions you know the answers to? It would save us a lot of time. Du bist ja ganz toller. Where are my manners? I'm Eugene. Eugene, das ist doch eine Basis, auf der wir uns unterhalten können, nicht wahr? Ich heiße, was weiß ich, Horst. Ich töte dich, was willst du von mir? Genug, ich rufe die Polizei. Wir fragen mal, was er von uns will. It's all about what you want. Ah. And I'm sure you want Polly and Clara back alive and well. That's why you're gonna do exactly what I tell you. Okay. Ich werde genau das tun, was er sagt. Denn ich möchte ja, Frau und Kind scheint es ja in dem Fall zu sein, möchte ich ja wiedersehen. Kleine Sache noch, die habe ich am Anfang vergessen zu sagen, es wird der Spiellänge, also es soll ja wirklich nur ungefähr so ein Stündchen gehen. Ich bin ja eher so dafür bekannt, dass ich die meisten Spiele eher in der doppelten Zeit spiele, als es angegeben ist. Ja, sei jetzt mal dahingestellt. Auf jeden Fall weiß ich noch nicht genau, wie ich das Ganze schneide. Ich denke, ich werde es am Stück aufnehmen, aber je nach Länge mache ich vielleicht dann doch einen Zweiteiler draus oder einen Dreiteiler oder einen Vierteiler. Schauen wir mal. Ich denke mal, so eine Stunde am Stück ist schon ein bisschen lang. Aber gut, sehe ich dann nachher. Also, ich werde machen, was er sagt. Lass meine Tochter frei, du verfickter Psychopath. Möchtest du Geld? Ich probier's mal. Don't be ridiculous. Listen to me carefully. You want your wife and daughter back. Mm-hmm. Well, then roll up your sleeves. Your hands will get messy. I want you to kill a couple of people for me. Mm-hmm. Welche Menschen? Auf keinen Fall. Ich bin kein Mörder. Wofür? Du möchtest mich für dich einspannen und danach soll ich für dich ins Gefängnis? Könnte ja sein. Welche Menschen? Auf keinen. Also wenn ich jetzt fragen würde, welche Menschen, dann wäre das ja quasi schon so ein verstecktes Ja. Ne? Auf keinen Fall. Ich bin kein Mörder. Ich bin kein Mörder, natürlich, aber es geht hier natürlich auch um meine Familie. Ne? Das ist eine Zwickmühle, sage ich jetzt mal. Du möchtest mich einspannen und danach soll ich für dich ins Gefängnis. Schauen wir mal, welche Menschen. Auf keinen Fall, ich bin kein Mörder. Ich weiß nicht, ob es je nach Antworten, die man sich hier aussucht, eventuell doch ein bisschen länger kann, aber nach dem, was ich so jetzt auch auf einer großen, weitestgehend bekannten Videoplattform gesehen habe, sind die meisten Videos so knapp unter einer Stunde zu dem Spiel. Ja, aber ich laber so viel, da wird es automatisch um eine Stunde 10 oder eine Stunde 20. Welche Menschen? Auf keinen Fall. Ich bin kein Mörder. Wofür möchtest du mich einspannen? Danach soll ich für dich ins Gefängnis. Ich mach das mal, ist der längste Satz. I don't expect you to grasp it all at once. When I don't expect you to grasp it all at once. Planet Samai's look up. Okay, das war jetzt merkwürdig, ich weiß nicht. Auf jeden Fall war da jetzt doppelter Ton. Ich weiß nicht, ob das nur ich gehört habe oder ob es in der Aufnahme auch so drin ist. Ich soll nach oben schauen. Ja, also. Ja, jetzt soll man halt dahin schauen. Da ist Kamera, da ist Kamera. Wir haben auch schon gesehen, da sind Kameras. Und es sind eigentlich überall Kameras hier, ne? Also, wann der hier war und die installiert hat. Oder waren die schon drin, als man ein- oder ausgezogen ist? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind hier überall Kameras. Wir werden also beobachtet. Ich kann jederzeit hier raus. Beobachtest du mich? Ist eine blöde Frage jetzt, aber ich mach's einfach mal. I'm following your every move, so don't try playing tricks with me. Have you checked your oven lately? Gas is serious stuff. Oops. Now take a little walk, I'll show you something. Magst du es wieder ausmachen? Ah, jetzt ja. Ja, ist gut. Ich mach den Backofen auch wieder aus. Er will mir was zeigen. Ja, ja, er sagt die ganze Zeit kalt. Er sagt, also, ja, es scheint dann wohl auch kalt zu sein. Ist ja geil, wenn man den Hörer mitnehmen könnte. Immer noch kalt. Das Bild vielleicht?
Kann ich gar nicht genau angucken, oder kann ich doch? Kann ich es mir irgendwie genauer? Ne, ich es. Ja, ist ja gut. So, ein bisschen auf die Tastatur gucken. Hier leider, das Spiel ist leider nicht mit Controller spielbar. Heilanzer. Immer noch kalt? Okay. Hier ist heiß. Und wo? Ja. Schachtel? Vielleicht? Die Schachtel? Der Schrank? Ja. Was meinst du? Ja. Schalter vielleicht? Ein bisschen präziser könntest du schon sein. Meine Güte. Vielleicht hier? Vielleicht ist es... Okay. Also im Bad ist es warm. Und hier ist es heiß. Ja, aber was meinst du? Was willst du? Ist es so detailliert, dass ich hier diesen Koffer vielleicht öffnen kann? Ist es so genau, dass ich hier jede einzelne... Okay, das ist die Steuerung. Ja. Was ist das denn? Komm nur näher und hör mir genau zu. Das soll jetzt mal einer finden, weißt du, diese eine Schnalle, die da an dem Koffer aufgeht. Okay, also wir haben jetzt einen Zettel von der Aphrodite. Er möchte, dass ich per Telefon eine Prostituierte bestelle. Soll ich sie hier hinlocken? Eine bestimmte? Wieso gerade eine Prostituierte? Isn't that what you always wanted? That's not the point. You're not going to have it anyway. Das ist sowieso egal. Du wirst sie nicht in Anspruch nehmen. Ich möchte es nutzen. Wir können sie nicht töten. Sie hat nichts gemacht. Wie soll ich sie umbringen? Ich möchte es nutzen. Sollen wir das mal spaßhalber machen? Komm. Oh, come on. Wouldn't you feel intimidated by all those cameras? Ja, natürlich. I don't want to watch it. Here's the plan. When the girl arrives, tell the girl to brush her teeth in the bathroom. Zähne putzen? Hast du die Zahnpasta vergiftet? Ich frage ihn mal, ob er die Zahnpasta vergiftet hat. There's a toothbrush in the bathroom. Its head is filled with an explosive charge. Not a big one, but put it in your mouth and it will work like boom. Call up the hooker. Okay. Und wie mache ich das jetzt? Ah, so kann man sich das angucken. Okay. 700-8181. Jetzt liegt das am Boden, ich wollte das eigentlich. Kann ich das irgendwie gezielt? Okay, er lässt das wirklich einfach fallen. Also 700-8181. Und womit wähle ich? Ich muss mich leider ein kleines bisschen noch, oder was heißt ein kleines bisschen, ich muss mich verdammt an diese Steuerung hier gewöhnen mit der Tastatur. Das bin ich normal nicht gewöhnt. Jetzt habe ich die Nummer gewählt. Weiß nicht, die blaue vielleicht. Ja. Hallo. Ich möchte gerne ein Mädchen bestellen. Guten Tag. Ist das die Agentur? Entschuldigung, ich habe mich vertan. Sure. Have you been our client before? Glaube nicht. Okay, so 1 hour is 100 euro and half an hour is 70.
Dann nehmen wir eine ganze, sparen wir noch. Beste, die ihr habt, was für welche habt ihr denn? Ich möchte nicht wählen. Bitte wählen Sie für mich aus. Es kann die erstbeste sein. Weiß nicht. Was haben wir denn? All the girls you can only dream of. So you want a rather slimmer type or more curvy? Dann halt eine mollige. Ich bevorzuge schlankere. Weiß nicht, was, ob das jetzt einen Unterschied macht, aber egal. I'm sending her to your place, okay? Brauchen Sie meine Adresse? Macht diese Frau dies freiwillig? Kann ich mal spaßhalber fragen. Oh, excuse me, are you a priest or a policeman, sir? Because we don't serve the cops. Ich muss das wissen, bevor ich bestelle. Das eine und das andere liegen mir fern. So stop asking silly questions, please. Of course it's your own choice. Have you made up your mind? Okay. Geld mit dem Leittritt. Sie verdienen ihr Geld mit dem Leittritt, da ich war der Meinung, dass jemand ihnen das sagen sollte. Ich mach's mal nicht schlimmer, als es ist. She'll be at your address soon, so have fun. Was denn los? Es ist dunkel. Es klingelt. Well, at last. Why did you leave everything and get away without a word? The client just called. He's pissed as fuck. You should have been there a long time ago. Ein angebisster Kunde hat angerufen, du hättest schon längst bei ihm sein müssen. Ich? Ich habe eine dringende Angelegenheit. Wer ist das? Also das ist offensichtlich... Also die Stimme klang schon jetzt ähnlich dem vorigen Anrufer. Aber, ja. Scheint jetzt jemand anders zu sein. Ich muss noch etwas erledigen. Ich bin gleich da. Ich verspäte mich. Ich habe eine dringende Angelegenheit zu erledigen. Das ist mir egal. Ich habe gerade wichtigere Sachen am Hals. Ich nehme mal... Ich verspäte mich. Habe eine dringende Angelegenheit zu erledigen. Ich muss noch etwas erledigen. Ich bin gleich da. Wäre vielleicht besser. Ich verspäte mich. Ja, ist ja sinngemäß das Gleiche. Okay. Okay, jetzt geht's uns scheinbar nicht gut und es wird, glaube ich, ein bisschen schlecht hier. Es gibt auch Schatten, oder halt, es gibt Echogeräusche und merkwürdige Schatten noch dazu. Jetzt gehen wir mal an die Tür. Ja, ist ja gut. Hallo. Hi. I'm from the agency. Warum bin ich so komisch drauf? Ich fühle mich hier zu Hause leise, sonst hören dich die Nachbarn. Ich habe keine Prostituierte bestellt. Ich kann ja spaßhalber mal, wenn ich vielleicht einen zweiten Spieldurchgang mache, mal ganz andere Antworten nehmen, aber jetzt nehme ich mal welche, die das Ganze voranbringen. Komm rein, fühle dich wie zu Hause. So how do we start? Ja, erstmal läufst du mir nicht so genau ins Gesicht, genau. Wo bist du denn jetzt hin? Wo ist sie jetzt? Hallo? Alles klar. Sehr schön. Ja, die steht jetzt in mir drin. Das ist ja okay. Danke. Sie hat eine Zunge. Sie hat... Da sind Augen. Wie ist denn das passiert? Egal. Was meinst du? Reden wir erst einmal. Wir reden erst einmal. No offense, honey, but I don't have too much time. Ich stecke jetzt leider in der Frau fest. So, you're not interested? Ich schäme mich, wenn ich will, aber erst die Hygiene... Dass du dir die Zähne putzt, ja? Sonde. Oh, what? Are you suggesting that there's something wrong with my breath? Jetzt bin ich raus aus der. Nein, das nicht. So richtig, ich weiß nicht, was du letztens im Mund hattest. Also, das ist etwas nicht okay mit meinem Atem. Ich mag es, wenn die Frau nach Minze riecht. I see. Well, I'm afraid I don't have a toothbrush with me. Da ist eine. Leider